Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht's weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar wurde ich gefragt, wie man denn beim Oximeter überhaupt alkoholische Getränke hinzufügen kann bzw. erstellen kann. Und darum geht's heute. Das Ganze würde dann so aussehen, dass wir uns hier halt jetzt ein Weizenbier erstellt haben. Und das können wir jetzt trinken und dann haben wir auch diesen Effekt. Ja, wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Als erstes gehen wir in den Ox-Ordner bzw. in das Ox-Inventar und gehen auf Data. Hier nehmen wir uns die Item-Tabelle einfach raus. Ja, diese brauchen wir dann gleich. Zudem brauchen wir noch ein Script, was standardgemäß installiert ist. Das findet ihr in ESX-Addon. Ja, und hier haben wir das gute Stück und das ziehen wir dann einfach mit raus. Das Ganze ja schon gemacht. So, wenn wir das Ganze halt gemacht haben, dann können wir auch anfangen. Als erstes werden wir uns jetzt hier ein Item erstellen. So, das heißt, wenn wir das Ganze jetzt einfach mal suchen, ja, haben wir hier ein Item, was Bier heißt. Das brauchen wir aber nicht. Wir können einfach ein ganz normales Random Item erstellen. So, das heißt, hier habe ich das Ganze auch schon gemacht. Das heißt, wir kopieren uns hier die Spalte einfach raus und fügen das unten dann ein und sagen dann jetzt Test Bier. Ja. So. Soweit ist das Item jetzt schon erstellt und hier müssen wir jetzt nichts mehr machen. Als nächstes gehen wir in diesen Ordner, gehen in den Server-Ordner und öffnen hier auch das Ganze. Hier kopieren wir uns das Ganze auch einmal raus und fügen das Ganze hier dann ein. Und hier nennen wir das Ganze jetzt Test Bier, ne, so heißt ja das Item, und removed werden soll das Test Bier aus dem Inventar. So, hier können wir einstellen, wie lange der Effekt denn da sein soll. Ich würde mal sagen, nicht so lange. Und hier nennen wir das Ganze auch Test Bier und speichern das Ganze. So, dann können wir uns hier einfach das einfach rauskopieren, denn wir müssen auch die Sprachdatei ändern. Das heißt, wir gehen zurück und gehen auf locals.de und ja, werden das jetzt hier einfach mal rauskopieren und können das Ganze hier einfach ersetzen. So, speichern, fertig. Obwohl, hier müssen wir das noch einmal anpassen. Test Bier. Und speichern. So. In der config.lua vom Script können wir das Ganze auch auf Deutsch machen. Dann wird die Local auch, also die DE dann auch geladen. Das heißt, wir gehen hier in die config.lua und können das Ganze hier dann auf DE stellen. Speichern. Fertig. So. Jetzt haben wir alles fertig gemacht. Das heißt, jetzt transferieren wir das Ganze wieder. Das heißt, wir gehen jetzt hier einfach in diesen Ordner rein und ziehen einfach alles einmal rein. Dann für alle. Und das können wir minimieren. Jetzt brauchen wir noch das Ox-Inventar. Das heißt, das suchen wir uns dann auch wieder raus. Ox-Inventar. Data und transferieren die Item-Tabelle. So, nun müssen wir nur noch den Server neu starten und dann sehen wir uns gleich wieder im Game. So, wenn wir dann angekommen sind, nach einem Restart, dann können wir uns das Bier einfach geben. Ja, einfach mit Give Item 1, also die ID, und dann das Item, also den Item-Namen und die Anzahl. Ja, können wir uns dann einfach geben. Da haben wir zwei Stück, also habe ich das gerade schon getestet, und ja, wir können das Ganze jetzt auch benutzen und haben dann diesen, ja, alkoholischen Effekt. Ja, so funktioniert das, so einfach, so schnell.
Und wenn du jetzt auch wissen willst, wie du ein kostenloses, gut aussehendes Inventar kostenlos installieren kannst für deinen 5M-Server, dann solltest du dir unbedingt dieses Video hier anschauen.